Leute, es ist was richtig Krasses passiert heute Nacht. Ich habe auch noch, finde ich, für meine Verhältnisse sehr klitzekleine Augen. Ich habe nämlich überhaupt nicht gepennt. Und Manu auch nicht, denn wir haben durchgeschnitten. Manu die erste Hälfte der Nacht, ich die zweite Hälfte der Nacht. Wir haben an einem Video gearbeitet und ich habe mich gefühlt wie auf so einer Überfahrt mit dem Boot. Wenn wir Nachtwarten machen hier, wechseln wir uns auch ab mit der Nachtwache. Und wir haben uns dieses Mal mit der Nachtwache im Schneideprogramm abgewechselt. Und wir haben ein Video gemacht, das wirklich unglaublich cool geworden ist. Und ich bin super, super stolz drauf, dass ich euch das dieses Jahr präsentieren kann. 2 Tage vorm Abi. Die Idee von diesem Video ist, dass es wirklich der krönende Abschluss sein soll von eurer Abitur-Lernphase. Und so ist es auch bei meinen Nachhilfeschülern nämlich immer. Am Ende der Abi-Phase, am Ende der Lernphase, wenige Tage vor der Klausur, rechnen wir nicht mehr mega viel, weil die Grundlagen sollten eigentlich sitzen. Falls nicht übrigens, ne, meine Lernzusammenfassung gibt es im Moment für 24% weniger mit dem Rabattcode MAI24 im Shop. Und wenn die Grundlagen sitzen, dann ist es nicht mehr wichtig, viele Aufgaben zu rechnen, sondern dann ist es wichtig, dass man die Ansätze kennt. Dass man also eine Aufgabe sieht und sofort weiß, ach ja, so und so und so würde ich das rechnen. Und genau diese Idee hat das Video, das heute um 12 Uhr online geht. Ich habe 75 wirklich richtig schöne Abiturklausuraufgaben aus verschiedensten Abiturklausuren aus ganz Deutschland rausgesucht. Grundkurs und Leistungskurs und wirklich von Nord nach Süd alles dabei an Bundesländern. Und wir gehen diese 75 Aufgaben in 90 Minuten durch und besprechen immer ganz genau, was da die Ansätze sind. Das heißt, die Idee vom Video ist, dass ihr euch diese 75 Aufgaben jetzt schon mal ausdruckt oder aufs Tablet zieht. Da ist immer auch Platz zum Rechnen dabei. Und dann geht um 12 Uhr das Video online, in dem wir diese Aufgaben alle gemeinsam durchsprechen. Und ihr sollt die nicht alle rechnen, ne? Also lasst euch nicht erschlagen von 75 Aufgaben. Ihr sollt die angucken und immer überlegen, weiß ich, wie das geht? Könnte ich das? Schreibt vielleicht einen Ansatz hin. Wenn ihr Sorge habt, rechnet die ganze Aufgabe durch. Aber nehmt dieses Dokument und dieses Video vor allem als Blitzzusammenfassung der kompletten Abiturthemen in ganz Deutschland. Ihr werdet da sehen, dass ihr nochmal alle wichtigen Formeln wiederholt, alle wichtigen Ansätze seht. Ich gebe noch die besten Zeitspar- und Strategietipps auch für die Herangehensweise an Transferaufgaben euch mit auf den Weg. Und dann werdet ihr eventuell Lücken finden, die ihr noch schließen könnt. Und ihr werdet aber vor allem wirklich das Wichtigste in kürzester Zeit wiederholen. Schlag auf Schlag. Wie macht man Nullstellen? Ach ja, f von x gleich 0 setzen. Wie berechnet man Tangenten? Ach ja, t von x gleich m mal x plus b. Wie finde ich m? Wie finde ich b? Bla bla bla. Wie mache ich den Schnittwinkel von 2 Funktionen? Wie finde ich eine Ebene in Koordinatenform, wenn ich nur 3 Punkte gegeben habe? Und so weiter. Also wir gehen da wirklich in kürzester Zeit alles nochmal durch. Und ich freue mich mega, wenn ihr dabei seid und ich bin ganz sicher, dass dieses Video eure Abiturklausur um diverse Pünktchen nach oben pusht, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, dass Hopfen und Malz verloren ist. Ist es nicht. Ihr habt Zeit, ihr schafft das, wir schaffen das gemeinsam und ich freue mich riesig drauf, euch dieses Video ganz bald schon zu präsentieren. Hab euch mega lieb und fieber total mit. Ich würde am liebsten am Dienstag selber mitschreiben. Ciao, haltet durch, ihr schafft es und habt's bald hinter euch.